Tja, in Corona-Zeiten jung zu sein und Party machen zu wollen, das ist keine allzu leichte Angelegenheit. Davon durften sich die Besucher des Donaukanals in der Nacht von Samstag auf Sonntag erneut überzeugen, denn um 22 Uhr gab es hier einen Polizeieinsatz, der dem Partywillen und der Partyfreude ein jähes Ende bereitet hat. Die Ausgangslage war jedoch durchaus problematisch und nicht so einfach, vor allem eben auch für die Menschen, die das Freie suchen, die ein klein wenig Auslauf am Wochenende haben wollen. Denn in der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu Ausschreitungen am Wiener Karlsplatz. 1500 Menschen haben hier gefeiert. Es kam zu unschönen Szenen. In Summe wurden 8 Polizisten verletzt und es kam zu 67 Anzeigen. Das führte zu einem Platzverbot am Karlsplatz, gültig ab Samstag 19 Uhr. Und das bedeutete, dass das Partygeschehen sich eben vom Karlsplatz noch zusätzlich auf den Donaukanal verlagert hat. Und der Donaukanal, der ohnehin immer recht gut besucht ist, der erlebt einen wahren Besucheransturm. Daher kam es um 22 Uhr zu diesem Polizeieinsatz. Es wurden die Auf- und Abgänge des Donaukanals gesperrt, zusätzlich haben Beamte die Menschen aufgefordert, die Bereiche zu verlassen. Es war auch die Diensthundestaffel im Einsatz gemeinsam mit einem Polizeiboot. Der Einsatz, der verlief weitgehend friedlich. Die Menschen, die haben bei den Zugängen zum Donaukanal kehrt gemacht, als sie gesehen haben, dass es hier kein Durchkommen mehr gibt. In der weiteren Folge hat sich das Geschehen etwas auf die Tankstelle am Schwedenplatz verlagert. Hier haben viele Menschen versucht, noch zusätzlich zu konsumieren und sich für die Nacht einzudecken. Mittlerweile ist die Sperre am Karlsplatz wieder aufgehoben. Sie hat in Summe nur 13 Stunden angedauert, ausgesprochen, wie gesagt, Samstag um 19 Uhr kam es hier am Sonntag um 8 Uhr bereits wieder zu einer Aufhebung. Der Polizeisprecher Roland Fürst, der meinte, die Gefährdungslage, die sei nicht mehr gegeben und daher nun die Aufhebung des Platzverbotes. Vielleicht hat eben auch die gestrige Situation am Donaukanal hier mit dazu beigetragen, wo man eben festgestellt hat, wenn es zu Platzverboten kommt, dann gibt es in der weiteren Folge eine Verlagerung und das könnte ein noch weiteres Zuspitzen von diesen Situationen bedeuten.